aufgewachsen in Kufstein, studiert in Innsbruck und bin dann aufgebrochen in die große weite Welt, das heißt also in den Osten nach Salzburg, Oberösterreich. Aber es hat sich für mich, ich bin gelandet in einem kleinen Dorf, in einem Institut, das ist so man kann es fast vergleichen wie bei Asterix und Obelix, das kleine gallische Dorf irgendwo. Und da kommen eben Leute her und die bringen die Welt mit. Und das finde ich irgendwo auch die Chance oder auch das Tolle an dem Arbeitsplatz hier. Wir sind eine nachgeordnete Dienststelle des Unterrichtsministeriums. Das heißt, es gibt natürlich schon formale Wege, die einzuhalten sind. Es gibt auch inhaltlich große Strategien oder große Maßnahmen, die in irgendeiner Form durchzuführen sind. Aber es gibt sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb dieser Strukturen. Und das finde ich ja irgendwo das Schöne, weil ja die Erwachsenenbildung ist ja auch in dem Sinn nicht so durchstrukturiert wie das Schulsystem. Ich lebe jetzt und arbeite hier seit 35 Jahren. Also ich habe mehr oder weniger den ganzen Blumengarten, die vielfältigen Möglichkeiten einfach auch miterleben dürfen, mitgestalten dürfen und auch so einzelne Bereiche halt stärker irgendwie betreuen können. Was mich immer interessiert hat, das ist das Lernen. Wie kann man das Lernen interessanter und spannender gestalten für Erwachsene? Das ist, wie können Seminare gestaltet werden, das Lernen, dass Neugierde geweckt wird oder wachgehalten wird, dass auf verschiedenen Ebenen gelernt wird. Wie kann man das unterstützen, wie kann man das fördern mit Methoden, mit Angeboten? Das ist also ein Punkt, den ich eigentlich immer gehabt habe. Ein zweites Thema war so dieser Bereich der Bibliotheksarbeit, also Bibliothekarsausbildung, und zwar der ehrenamtlichen und nebenberuflichen Bibliothekare. Das sind also die kleinen Bibliotheken vor Ort, die es ja an fast jedem Ort in Österreich gibt. Da auch diese ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen mit einer fundierten Ausbildung. Der Bestand des Bundesinstituts für Erwachsenenbildung ist bei 20.000 Exemplaren. Wir sind ausgerichtet im Bereich der Sozialwissenschaften und Erwachsenenbildung und unser Schwerpunkt liegt im Bereich unserer Lehrgänge und Zielsetzungen. Wir bemühen uns nach unserem budgetären Rahmen Neues für unsere Leser, für unsere Gäste bereitzustellen. Das sind die Themengebiete zum Beispiel Alphabetisierung und Basisbildung, Älterwerden, Alter, dann feministisches Grundstudium und so weiter. Das ist eine Biografie über Frau Dr. Erika Horn, eine Gerontologin in Graz. Und ich habe hier auch ein sehr interessantes Buch herausgegeben, von Hans Sauter und Dagmar Heidecker am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung. Ich bin Erwachsenenbildnerin. Ich arbeite mit erwachsenen Menschen, mache Kurse, Seminare, Veranstaltungen mit Erwachsenen zu verschiedenen pädagogischen Themen. Ich arbeite mit Multiplikatoren. Das heißt also, es ist mehr oder weniger eine pädagogische Fortbildung für Menschen wieder, die mit Erwachsenen lernen. Ich bringe ihnen bei, welche Methoden. Ich versuche auch Menschen zusammenzubringen, die zu verschiedenen Themen diskutieren. Zum Beispiel, was heißt es, ein Schwerpunkt ist zum Beispiel Älterwerden. Was heißt es, Älterwerden für mich persönlich? Was heißt es für die Gesellschaft? Welche Fragen für Bildung knüpfen sich daran? Also was muss gemacht werden, um Bewusstsein zu schaffen, zum Beispiel, dass Älterwerden ein Prozess ist, der alle angeht, dass Bildung oder Lernen etwas ist, was das alle angeht.
Es wird ja jetzt irgendwann im Oktober eine Veranstaltung geben in Graz auf der Uni, irgendwie so über Karrieremöglichkeiten von jungen Absolventinnen des Masterstudiums Erwachsenenbildung. Was wirst du ihnen erzählen? Also ich denke, in dem Bereich, jetzt so aus der freiberuflichen Perspektive, denke, das, was notwendig ist zum Überleben oder zum Leben in der Ecke, ist, dass eine grundsätzliche Neugierde bestehen bleibt. Wie funktionieren Systeme, Organisationen, wie funktionieren Menschen, was kann Bildung, wie funktioniert Bildung, also das so im Sinn, diese Neugierde. Und wenn man da genau hinschaut, gibt es zig Möglichkeiten, Sachen anzugehen und zu arbeiten. Ne? Also in dem Sinne, das, was ich schätze an meinem Job, ist das Kreative eigentlich, zu schauen, was ist da und was kann man machen dabei. Ne? Und ich glaube, um Karriere oder irgendwas zu machen in dem Bereich, ist der Typ, der wartet, Aufträge zu bekommen, was ist zu tun, mit dem tut es eher schwer. Sondern also, da habe ich was, das packe ich an, das geht irgendwie auf die Reihe, eine gewisse Risikobereitschaft, auch im Sinne, es kann auch schief gehen, aber wir in der Pädagogik, aber in der Weiterbildung haben wir eigentlich, wir sagen immer, das Glück, selbst wenn es schief geht, können wir positive Resultate rauskommen. Deswegen, so funktioniert es nicht, auch das kann man vermitteln. Das, was ich erlebe in der Weiterbildung, ist ja, dass eigentlich die internalisierte Bildung, schulische Bildung, alles, was an Freude, an Spaß, an Lernen und Bildung macht, verunmöglicht. Und auch die im Sinne jetzt den Studierenden mit der Fülle von Anforderungen, die sie zu erfüllen haben, ne, wird eigentlich das, was Bildung ausmacht, also einfach Auszeit, Nachdenken, sich einlassen auf Gedanken und Begründungen, wieso machen wir etwas, geht verloren oder geht auch dieser Spaß verloren dabei. Mein Zugang ist Bildung und Lernen. Also Lernen und Bildung ist ja mehr als nur Qualifizierung für eine bestimmte Tätigkeit oder für eine bestimmte, für die Wirtschaft interessante Tätigkeit, sondern Bildung und Lernen ist ja, oder vor allem Bildung ist ja die Auseinandersetzung mit sich selber und mit der Welt, vor allem mit ganz wichtigen Fragen, was heißt es, welche Stellung habe ich in der Welt, wie positioniere ich mich, was heißt das, wo finde ich mich, also das ist einfach mehr als nur Wissen, was weiß ich, wie ich einen Computer bediene oder wie ich eine bestimmte Tätigkeit möglichst effizient ausführe, damit sie ja viel bringt. Auch dieses Wissen auch oder dieses Bewusstsein auch, dass ihr Leben mehr ist als nur Arbeit.